Mahlzeit und willkommen zurück auf Fjordur. Ja, da sind wir wieder. Und schon wieder eine Woche Pause dazwischen gewesen. Wie kann denn das schon wieder passieren? Na, ganz einfach. Sonntag von der Woche meinte mein Körper, ich wäre jetzt ganz müde und müsste schlafen, hätte Husten und Halsweh und keine Ahnung was. Und schau an, als wir montags zum Arzt wollten, meinte der, ja, aber dann nur mit Corona-Test. Test gemacht, positiv. Ja, das hat mich die ganze Woche dahin gebeutelt. Total schockierend. Aber egal, jetzt sind wir wieder da, jetzt geht's weiter. Und zwar, wir brauchen, wenn mich nicht alles täuscht, Holz. Ja, ich habe gesagt, ich gehe das wahrscheinlich bei einem Dings machen, aber das war gelogen. Das heißt, gar kein langen Schiss. Sofort Ausrüstung. Schanappen. Du und du. Reparieren und holzen gehen. Ja, Leute, was Mut, das Mut. So, 13 und 33. Irgendwann könnte ich mir das doch mal merken. Oh, Kacke. Gut, ihr habt es gesehen. Wir müssen erst noch was anderes machen gehen. Komm mal hin. Hoffe ich mal, denke ich mal. Ah, da stehe ich noch oben, gell? Komm, großer. Oh, Update, Update ist immer gut. Können wir dem mal noch ein bisschen leben. Macht. Halt. Wie wär's mit? Ab geht's. Gehen wir erstmal Siliziumperlen holen. Nach Hartz IV. Ja, das heißt übrigens dann auch wenn ich mit meinem Mini-Deck da schon recht weit bin, es reicht noch nicht, dass ich es jetzt produktiv hätte einsetzen können. Also verzeiht mir bitte. Ich habe stark die Hoffnung, dass das nächste Woche alles besser wird. Übrigens habe ich auch eigentlich das Event Winter Wonderland aktiviert, aber irgendwie sieht das hier noch nicht so nach Winter oder Wunderland aus. Ja, eigentlich, letztes Jahr hat das ja noch die Jungs da selber gemacht. Aber für das erste Arc gibt es ja jetzt keine Events mehr. Also dachte ich aktiviere es über den Dezember so händisch. Aber ja gut, mal gucken, was danach ist, ob das Nico, der Raptor Klaus kommt. Wir werden es erleben. Okay, heute scheinen wieder ein paar dort sind, sehr gut. Schmatz mal das Ding da weg. Hör mal, auf wem zu Fälle? Wir halten das Ding aus. Ich glaube, ich brenne. Pink Eye Spider.
Not the yellow from the act. Definitiv nicht. So. Ja, trinken wir schon. Komm, warten wir das Fläschchen füllen. Wenn wir schon hier durchs Wasser warten. Also sah von der Luft irgendwie mehr aus. Das Krasse ist, jetzt haben wir tatsächlich schon der 4. Dezember. Und die jetzt schon länger bei mir gucken, überlegt mal, wir haben mal angefangen, das war auf wie hieß die mehr? Ragnarok. Das sind wir da hin und her gerannt mit dem Nico Klaus, ne, Raptor Klaus und jo, das muss vor 2 Jahren gewesen sein. Weil letztes Jahr haben wir schon hier gespielt, das weiß ich. Wie die Zeit vergeht, Leute, wie die Zeit vergeht. Ist schon krass, muss ich mal ernsthaft so sagen. Lass uns mal ins Inventar gucken. Fast 300 Siliziumperlen, das müsste ja reichen. Irgendwo finden wir jetzt bestimmt noch welche, dann müssen wir über 300 haben. Da. Hervorragend. Doppel hervorragend. Ja, wenn es läuft, dann läuft. Leben, beamen wir uns hin. Und das sind wir wieder. Schnell gesteuert mit dem Kollege. Rexy. Dabei fällt mir ein, der Kollege, die ganzen Kollegen hier haben immer noch keinen Namen. Wärt ihr denn so frei und würdet den armen Tiere mal Namen kennen? Er kann ihn nicht. Hallo. Machst du da? Ich meine, es gibt noch einiges an Getier, was man hier benennen müsste. Und ihr seid doch bestimmt einfallsreicher als ich. Es gucken auch doch so, der ein oder andere guckt doch zu, also würde ich mal behaupten. Ja, das ging doch schon. Ja, ich weiß, da lege ich das eine Pause ein und so. Geht ja gar nicht.
Zeit zusammengefahren. Übrigens, bei uns hat es heute voll einer weggeschneit. Wer will, kann heute gucken bei meinen Shorts. Da habe ich ein Video gemacht, ein kurzes. Mein zugeschneiter Garten. Nur wenn es interessiert. So, so und ab. Zack, aus und ach, eigentlich haben wir da vorher gar nicht parken müssen, Idiot. Beziehungsweise ich Idiot. Na, gehen wir drum. Warum denn auch nicht? Wir haben es ja gebaut. Können wir es auch benutzen. Oh, wir sind noch was. Mir hole gerade der Elk-Truck Toro. Steht das schön da oben. Auf, Kumpel. Wie ist es eigentlich mit euch? Freut ihr euch auf Weihnachten? Weil ich meine, es gibt ja genug Leute, die haben so um die Zeit so der Gedanke, sie können das nicht geben, einmal unsere Kekse. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich da letztes Jahr schon drüber geredet habe, aber ich für meinen Teil, ich bin ja ein Weihnachtsmensch. Jetzt nicht so, dass ich mein Haus komplett zubauen müsste mit keine Ahnung was und nur komplett machen hier. Oder ja, ich bin so die Variante Weihnachten ist für mich dann am schönsten, wenn die Leute, mit denen ich gerne Zeit verbringe, all da sind, mir einfach ja, Spaß haben, so schön und so schöne Zeit mache und jo, das muss nichts mit Geschenke oder keine Ahnung oder sonst was zu tun haben oder mit tonneweise irgendwelches Zeug esse, einfach nur jo, dieses Zusammensein, das ist für mich Weihnachten, sowas finde ich geil. Am besten, wenn noch gemeinsam irgendwelches Essen gemacht wird. Das muss auch nicht zwingend weihnachtliches 8-Gänge-Menü mit keine Ahnung was denn, sondern ja. Dieses Jahr gibt es bei uns zum Beispiel Currywurst. Ja. Wer hätte es gedacht? Also ich hätte es nicht gedacht, aber ja, ist so. Und ich find die Idee total geil. Normalerweise machen wir dann Raclette. Oder vor 2 Jahren Weihnachten kam dann die spontane Idee, ey komm, wir machen Pizza. Wir haben so, wenn wir alle in der Küche gestanden, haben Pizza gemacht. Selbstgemachte natürlich. Das sind so Sachen, die finde ich cool. Einfach so, ey, wir machen jetzt spontan was und das ist dann so und so und einfach, weil wir es können. Das finde ich, das ist für mich Weihnachten. Weil es gibt ja viele, da muss dann keine Ahnung und sowieso und das muss dann ganz edles Essen geben, am besten noch so. Was mache ich normalerweise? Ganz oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, ja, warum nicht? Also ich brauche sowas nicht. Ganz und gar nicht. Ich mag es ruhig, ich mag es gemütlich. Was
was heißt das? Ja, ruhig, gemütlich. Einfach so, mir macht das einfach jetzt so, wie mir jetzt so gerade bockig drauf sind. So stelle ich mir das vor. Komm mal, da ist das Stroh gerade drin, ist egal. Früher hatte man es zum Beispiel, da waren wir dann beim Kollegen, haben sogenannte Weihnachtslagen gemacht. Da hat jeder seinen Computer dabei gehabt, da haben wir dann, keine Ahnung, Call of Duty gespielt oder Worms 3D oder sowas. Und haben eben 8 Uhr miteinander gekocht. Also ich habe dann zumindest mal irgendwas zusammengeschnippelt. Weil Koro und ich, das sind jetzt nicht so gerade die... ja, ich bin da jetzt nicht so der Oberprofi drin. Aber, ja, mir hatte in der Zeit einfach nur mörder viel Spaß. Und das ist irgendwie das, wo es in meiner Outdoor ankommt. Da gibt es dann viele wie, ey, dann schenkt der mir was für 50 Euro, dann muss ich dem auch was für 50 Euro schenken. Also jetzt nur mal so als Beispiel. Und das ist dann wieder Sheldon, das dann sagt, ja, irgendwann stirbt einer und dann hat der andere 50 Euro gewonnen. Totaler Blödsinn. Klar. Vor 2 Jahren an meinem Geburtstag zum Beispiel ist ein Freund von mir gekommen und der hat von so einem Mandalorian Schlüsselanhänger gehabt. So, sieht aus wie eine Großgrad, eine Lego-Figur und da ist unten eine Taschenlampe drin. Die Idee fand ich super geil. Das Ding war mit Sicherheit auch nicht übertrieben teuer oder sonst irgendwie was. Ich fand einfach nur geil. Das hat mich einfach richtig gefreut. Dann gibt es dann immer noch andere Leute, die kommen dann immer mit einer teuer Flasche Wein oder keine Ahnung was, wo ich mir denke, schön, habe ich was zu weiter verschenke, weil Wein und ich, wir sind keine Freunde. Ich verstehe nicht, wie man dieses Gesöff in sich kippen kann. Egal wie teuer, egal wie edel, egal wie man den atmen lässt und schmatzt und keine Ahnung was. Nee, meine Welt geht nicht. So, gleich weiter. Ach, der hat mich zu Weihnachten oder zum Geburtstag eingeladen. Jetzt muss ich dem was schenken. Ich mal denke, nö, ich muss keiner was schenken. Komm zu mir, guck, dass wir Spaß haben. Reicht mir vollkommen. Gibt aber eben viele, die sehen das ganz anders da. Wenn die Kette sehr kaputt ist, enden wir mit der Folge. Dann geht's mal direkt mit Bau weiter. Wieso läuft die Kette sehr? Obwohl, ne, wissen wir was, springen jetzt rüber, ich lade die Kacke aus, dann machen wir Folgenende und dann geht's mal weiter. Der Rest von der Kette ist ja, der kann jetzt bleiben, wo wie er ist, das ist wahrscheinlich eh wieder nur einmal kurz dran gehauen. Oder ich fäll bei uns vor der Dierbaum, irgendwie sowas, ja, das dürfte reichen. Würde ich muss so sagen. So, das hat jetzt wieder. Wie viel Holz haben wir jetzt wieder? Ich bin immer noch überladen. Hä? Warum kann ich nicht laden? Ah. Steht hier eine Bäumchen? Bahn. Da.
kaputt. Ah, ich habe es falsch gemacht. Das macht nichts. Kann man trotzdem behandelt. Wie nice an. So, machen wir das da weg. Und legen das kaputte Kettensäcke ab. Gut, und dann sage ich, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.